Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Okay, dann gehen wir erstmal rum. Dann noch diverse Schlauchmaterial, C und B, je nachdem, was wir dann noch machen. Schnellangriff haben wir dort drauf. Ein B ist gerade gebraucht, ne? Ja, genau. Hier haben wir noch die Umfüllpumpen drin mit der Fasspumpe. So, wer sind die Geräte, Wart? Bist du das? Nein, ich bin hier kein Geräte. Nee, aber... Aber top wir haben hier gute Geräte warte hier, die sich dann auch drum kümmern. Und nach jedem aber das merkt man, ne? Also geht's mal ganz ehrlich. Das sind so die Kleinigkeiten, ne? Das merkt man sofort, worauf hier. Ich mache jetzt mal spontan Versuch. Genau das habe ich erwartet. Guck dir das mal an. Also großes Lob. Weil gerade das ist ja eine Art Vorbereitung für den Einsatz, wenn es ordentlich ist. Nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz. Ne? Genau, und dann machst du es ordentlich und dann kannst du im Einsatzfall super schnell darauf zugreifen, brauchst du nicht irgendwas in Knoten oder was. Mann! Hier oben haben wir dann noch Überflurhydranten. Überflurhydranten, was? Hohlschallrohr haben wir jetzt hier drin nicht. Wir haben noch ein normales AWG-Rohr. Ja gut, ihr habt hier ein Überdruckventil, genau. Das Druckbegrenzungsventil. Ja, Übergangsstücke von D bis A. Alles da, ne? Gut, nice Beschreibung. Ja gut, ihr seid ja auch nicht das Löschfahrzeug für den Erstangriff. Genau. Ihr seid ja fürs grobe Ganze, ne? Wir können so viel als auch dann halt mit dabei. Klasse. So, und dann habt ihr noch für euer... Oh, das ist ja ein zartes. So komm ich schon. Oh, das ist aber leicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist natürlich ein ganz schöner Klopper, ne? Ja, dann haben wir hier nochmal eben die Abgänge. Mhm. Die Abgang für Schaumangriff. Und Gemisch. Einmal B-Abgänge. Ja, auch schon. Okay. So wie als auch sind. Jetzt soll im Moment noch nicht gekennzeichnet mit grünem Gelb, dass man weiß, dass es für Wasser und für Schaum. Warum ist hier steht C-Abgang Spülleitung? Was spült man damit? Das heißt C-Abgang Spülleitung, das heißt, wenn wir die Schaummittelanlage gebraucht haben, dann können wir sie auch spülen. Bei dieser brauchen wir sie nicht unbedingt spülen, weil es einfach im ganzen System erstmal mit drin ist. Aber wenn man bei Wartungsarbeiten oder sowas, dann kann man die Schaummittelanlage mitspülen. Okay, und was haben wir denn hier schon? Oh, da haben wir nochmal den Schnellangriff drin. Der ist so reingezogen, das ist eben ein Hohlschallrohr, was wir rausziehen können und wie gesagt dementsprechend an den Abgängen noch anklemmen können. Genau. Das ist auch jetzt auch interessant. Ich sehe es auch immer mehr, dass so Hohlschallrohre, die auch, ich sag mal, das ist ja ein klassischer Einsatz eigentlich für draußen, meistens mit Griff sind und meistens die für den Innengriff im Schlauchpaket dann ohne Griff verbaut sind. Aber das macht jede Feuerwehr unterschiedlich. Manche sagen auch, ein Hohlschallrohr mit Griff ist kaputt. Ja, genau. Gibt es ja auch, ne? Macht jeder unterschiedlich. Nichts ist richtig, nichts ist falsch. Super. Ja, wenn wir dann so weit durch, dann kommen wir nach oben hier. Also oben drauf gibt es noch mehr? Ja, für Atemschutzgeräte haben wir dementsprechend auch noch drauf. Das heißt, wenn wir mittendrin sind, so wie bei Lohmann, bei dem Entsorgebetrieb, wo wir dann auch mitten im Rauch stehen, dass wir uns auch selber rauchschützen können. Okay, also Eigenschutz auch. Das heißt, wenn ihr das bedient, das heißt, wenn da kommt irgendwie eine schwarze Wolke, sind die auch unter Atemschutz am Fahrzeug quasi. Okay. Naja, ihr müsst ja eine gewisse Nähe aus dem Einsatz stehen, ne? Sonst kommt der Wasserwerfer auch nicht an. Man könnte es natürlich sagen, ja, dann müsst ihr weiter weg, aber das geht in dem Fall nicht. Deshalb müsst ihr hat es alle seine Grenzen. Ja, okay, genau. Jungs, wen haben wir denn hier? Ich bin der Maximilian, ich mache das jetzt mal ja nicht mit Handschuhen, ne? Vom letzten Einsatz auf. Noch. Gerne auch. Ja, also ihr seht, wie auch, wie man sterile Handschuhe aussieht, ne? Man fest nämlich mit der, ne? Und so, richtig gemacht. Und? Martin, Maximilian und Martin, gut, wunderbar. Ihr seid hier auf dem Dach? Ja. Ihr seid hier sozusagen aufs Dach gestiegen, vor Wut. Aber jetzt auch ein bisschen was, ne? Also erstmal hier die Mutter aller Kanonen. Mhm. Genau. Was ist das? Schöner Schaumwasserwerfer. Okay. Ganz normal mit Schaumaufsatz. Haben den aber nochmal da drauf gebaut. Okay. Ansonsten den Werfer so den hatten. Wie macht man den sonst? Achso, machen wir. Genau. Hier ist einmal die Sicherung. Ah. Das ist Sicherung lösen, ne? Einmal hier runterdrehen. Ja. Genau, dann kann man sich runterziehen. Genau. Okay. Also das heißt, na gut, das ist natürlich nicht so ein Schaumrohr, wo es sehr viel Luft zugekommen, das ist nur ein ganz bisschen. Also die VZ ist hier sehr gering, weil wir brauchen eine hohe Wurfweite. Also es ist mehr Schwerschaumrohr, was wir hier sehen. Weil ich sag mal, so fluffigen, luftigen, schaumigen Schaum wie aus der Badewanne kann man hier nichts anfangen, weil da hat man keine Wurfweite.
Genau, super. Oh. Genau. Und dann sichert man das hier. Genau. Ah, okay. Ein Stück einmal sichern, wenn du wieder runter nimmst, ganz normal. Genau. Okay. Wie beim Hochstrahlrohr auch, können wir hier oben. Also die Strahlform, genau, ne? Genau, können wir praktisch von Voll auf Sprühstrahl gehen. Wie Martin schon sagt, hier kann man halt das Strahlbild ändern, ne? Von Voll auf Sprühstrahl. Also. Je nachdem, was gebraucht wird. Okay. Was man hier auch sieht, was ich auch interessant finde, man sieht auch die Füllstandsanzeige vom Tank in Prozent. Also man sieht hier Tankinhalt Schaum, Tankinhalt Wasser, ne? Steht auch dran. Ja, ist ja eine wichtige Information. Ansonsten, wie gesagt, die Bedienung mittels dieser beiden Laufräder können wir jetzt ganz normal so schwenken oder hoch runterkommen und können dann praktisch in die gewünschte Richtung gehen. Genau, vielleicht fragen Sie jetzt manche, warum jetzt mit Kurbeln oder sowas und nicht einfach so mit der Hand gedreht. Hier ist ordentlich Druck hinter. Ne? Also wenn das Ding läuft, wird man gleich sehen, wir machen das vielleicht gleich mal an. Ja. Ist das für euch in Ordnung? Machen wir mal über. Ne? Also wenn man sehen, das will man gar nicht festhalten oder so. Das ist man froh, wenn man es verstellt und erstmal wieder ein bisschen weggeht. Da ist nämlich Druck hinter. Okay. Und hier drin? Ja, so ein bisschen, ne? Was habt ihr noch? Genau, hier ist noch der Aufsatz drin gewesen. Rausgeholt, ansonsten und ein Stoßbesen, unsere Schaufel, ein Druckschlauch und noch diverse Ansaugschläuche für das Schaumittel und für die Pumpe. Ah, okay. Und achso, ihr könnt hier auch an die Tanks ran, sehe ich gerade. Genau. Ohne, falls jetzt hier alles ausfällt an Technik wahrscheinlich, dass ihr hier direkt an mir ran könnt oder was, ne? Ich weiß nicht. Also das sieht so aus, wenn man das hier. Und der Füllschlauch, wofür ist der? Genau, unten für die Pumpe ganz normal. Achso, okay. Also, dass so ein Fach hier oben ist, wusste ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ja. Ihr seid schon ziemlich cool drauf. Das muss ich lassen. Okay, gehen wir nochmal runter. Wichtig auch hier, wie beim Fahrzeug, rückwärts absteigen. Ne? Jetzt frage ich mich zur Fluxpumpe, den Fluxkompensator. Wo habt ihr den verbaut? Das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Okay. Das heißt, wir machen jetzt einmal ein bisschen Druck auf die Leitung. Ja. Du hast das im Auge hier als Maschinist? Ich habe das im Auge. Du hast das im Auge, okay, nämlich laut. Genau, ich gehe jetzt hier ohne PSA ein bisschen an die Seite und wollen mal gucken, was sie hier an Feuer macht. Ja. Viel Spaß. Mal ein bisschen die Strahlform. Jetzt kam aber eine richtige Wolke zurück. Alter Schwede. Oh, André. Willi in Action. Ja, heute ist was stark. Ich freue mich. Da macht man mehr Kummer als Freude, ne? Ja, Moment, bei dem Wind. Doofen Wind. Ja, ich hab's gemerkt. Heute ist was stark. Herrlich. In der Wind dreht der Scheiße. So. Was ist das denn? Ja, gut, ne? Oder? Das machen wir ständig, würde ich sagen. Eben muss ich abtrocknen gehen. Willst du noch was sehen? Ja, trocknes hin. Gut. Gott auch mal gesagt, Scheiße. Das hat er mit Absicht gemacht. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Nee, sehr schön. Klasse. Ja, würde ich sagen, das machen wir ständig, ne? Alles klar. Gut. Also Hamburg.
schönen Dank immer für die interessante Fahrzeugvorstellung. Gerne. Ist ja relativ kurz gewesen, das Video, aber ich denke mal, sehr interessant und seltenes Fahrzeug. Was ich gesehen habe am Helm, was ist denn das hier? Verbandsführer. Oh, haben wir gleich den richtigen hier heute rausgesucht, oder? Ich habe eine Kleinigkeit für euch. Es ist ein Feuer wie die Tradition, dass ich die Fahrzeuge, die ich vorgestellt habe, Brandmarken, würde ich schon sagen. Ich kriege eine kleine, haben wir diesen Feuerwilli-Aufkleber. Ich kann mal bei euch eine Tür reinplatzieren, ist das wirklich in Ordnung? Sehr schön, freuen wir uns drüber. Eine kleine Erinnerung. Also, dann machen wir es mal hier so. Wir machen es eigentlich mal unterm Schloss. Ja, da kann man es gut sehen. Genau. Feuerwilli findet das gut. Super. Nee, also tolles Fahrzeug. Schönen Dank. Ja, immer gerne. Okay. Und du machst noch auf anderer Seite, Moritz. Ja, klar. Und wenn Moritz das macht, gucken wir uns noch mal ein bisschen an Auto. Ja. Bis denn. Du lass den Jungs mal gefällt mir hier, ne? Alles klar. Bis denn. Das schneide ich eh raus.